Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu Ellerbach. Ja, wir sind wieder auf der Ellerbach unterwegs und wir haben heute natürlich auch wieder ein Thema, über das wir zusammen reden wollen. Ach, jetzt natürlich, ja, ich weiß auch nicht warum. Die Geräte immer angehen. Da irgendwas mit VCA. Ja, genau. Wir haben heute ein Thema. Ich habe es ja in der letzten Holzerfolge oder vorletzten ein bisschen angedeutet, beziehungsweise da haben wir. Sind wir ein bisschen in die Richtung gegangen und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist eigentlich eher ein Thema für hier, für die Ellerbach-Folge. Und zwar wollen wir ein bisschen über Mods, Modding und so weiter reden ne, und wie es da bei mir aktuell so ein bisschen aussieht. Und ja, wir haben jetzt heute so ein bisschen, das ist so ein bisschen ein Nachdenken. Es sind jetzt keine fertigen Gedanken, die ich hier präsentiere, sondern es ist einfach so ein bisschen, ich bin in letzter Zeit viel am Nachdenken so über das alles und ich lasse euch jetzt einfach mal so ein bisschen teilhaben. Ne? Und wie gesagt, das ist keine feste fertigen Gedanken, keine Entscheidung oder sonst irgendwas und entsprechend, ja, nicht alles für bare Münze nehmen oder nicht dann mir nachher wieder anschreiben und hier von wegen, ne, was ist damit oder du hast doch gesagt und so, sondern einfach nur zuhören und dann sehen wir schon. Ja, genau. Ja, Modding, ne? Was ist Modding oder was ist Modding für mich? Das ist mir letzter Zeit so ein bisschen die Frage für mich gewesen, weil ich habe angefangen mit dem Modding für den LS vor ganz langer Zeit. Ne? Ich habe im Grunde angefangen mit dem Modding, da gab es den LS noch gar nicht. Ich habe damals so mit Google SketchUp Fahrzeuge gebaut, ne? So Traktoren versucht zu zeichnen, bevor es überhaupt ein Spiel gab, in dem man diese Fahrzeuge dann verwenden hätte können. Ich habe damals irgendwann, als ich dann das Internet entdeckt hatte, habe ich irgendwie Google SketchUp entdeckt und mir das direkt runtergeladen und angefangen Häuser zu zeichnen und nachdem man dann so ein paar Häuser gezeichnet hat, war natürlich das nächste, halt da müssen wir hoch, war natürlich das nächste, dass man sich einen Traktor zeichnet. Und ja, ich habe so ein bisschen Traktoren gebaut und mein erster, der Eiche 3105, der damals im LS08 ja dann auch tatsächlich in-game gekommen ist, war zum Beispiel eins von diesen Fahrzeugen, die ich mir zu diesem Zeitpunkt gebastelt habe. Und ja, von daher war der LS für mich anfangs mehr oder weniger Mittel zum Zweck, um meine Fahrzeuge in-game zu kriegen. Es war quasi nicht so, dass ich eben den LS gespielt habe und gedacht habe, ich müsste was modden, sondern es war eher so, dass ich was gebaut habe und gedacht habe, was mache ich jetzt damit? Ach, im LS könnte ich das dahin tun, ne? Und ja, das hat dann natürlich so eine gewisse, was ist das für ein schönes Wort, Symbiose, ne, entwickelt zwischen dem Modding und dem LS für mich. Das hat für mich immer zusammengehört. Das war für mich immer etwas, das, hier sind wir ja von, das war für mich immer etwas, was zusammengehört und was das eine nicht ohne das andere für mich funktioniert hat. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass der LS damals natürlich ganz anders war als heute. Ne? Es war ja so, dass man im LS nicht so viele Sachen machen konnte. Ne? Wir hatten natürlich bis zum LS17 hin überhaupt gar keine Seasons oder Jahreszeiten oder sowas. Und das bedeutet, ne, dass wir ja dann letzten Endes im Grunde immer alles machen hätte können im LS. Aber man konnte ja damals gar nicht so viel machen. Man muss ja bedenken, dass die Helfer zum Beispiel erst mit LS9 ist, glaube ich, der erste Helfer gekommen. Im LS08 gab es zum Beispiel gar keinen Helfer. Man musste also alles selber machen. Und es war auch so, dass es, ich hatte schon gar keine so ganz genaue Erinnerung mehr, was es nicht alles nicht gab. Aber es ist definitiv so, dass es sehr viele Sachen. So, und dann müssen wir über die Turbokupplung drüber kommen. Dass es sehr viele Sachen tatsächlich überhaupt gar nicht gab. Und ich bin jetzt doch im Überlegen, ob das nicht ein bisschen zu laut ist. Ob wir nicht eventuell ein bisschen leiser drehen sollen. Einfach weil wir heute ja so am Reden sind. So, wie gesagt, die Möglichkeiten im LS waren nicht so ganz wahnsinnig groß. Ne? Die waren relativ gering. Man konnte dreschen, man konnte grubbern und pflügen und säen. Und das war's eigentlich. Und da gab es natürlich eine ganze Menge Mods relativ bald schon. Es gab dann plötzlich Mods mit Frontlader. Und es gab ja damals gar keinen Frontlader. Es gab dann einen Mod, der dann einen Frontlader, ne, einen Frontlader-Mod im Grunde. So war das damals, dass halt wirklich, also ich sag mal so, das Spiel war halt einfach langweilig. Ne? Selbst für jemanden, der wirklich ein Fan von Traktoren und Landwirtschaft war, konnte man das Spiel nicht stundenlang spielen, so wie das heute üblich ist. Das war einfach nicht drin, weil so viel konnte man gar nicht machen. Es war einfach nicht wirklich, es war nicht umfangreich. Und dann mit dem LS9 ist ein bisschen besser geworden, aber ich sag mal so, es hat ziemlich lange gedauert, bis wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, an dem wir jetzt ja mittlerweile sind, wo man tatsächlich auch selbst ohne Mods das Grundspiel ein bisschen spielen kann. Ne? Und ich meine, wenn wir jetzt im nächsten LS dann sogar Seasons haben, dann ist es doch ziemlich so, dass man tatsächlich einen richtig schönen Ablauf spielen kann, ohne sich groß auf Mods oder sonst irgendwas zu verlassen. Und ja, von daher war für mich das Modding immer Priorität Nummer 1. Also ich habe LS8, LS9, LS11, LS13 eigentlich immer mehr gemoddet als gespielt, vom Zeitaufwand wesentlich mehr. Ne? Ich habe in den ersten LS-Versionen insgesamt vielleicht 200 Stunden gespielt, wenn es hochkommt. Ne?
und habe natürlich hunderte von Stunden mit Modding verbracht, ne? Maps basteln, Mods basteln und so weiter. Und das war für mich, viele Mods, die ich gebastelt habe, ne? Viele Sachen, die ich dann damals in Sketchup und AC3D gebaut habe, sind ja auch gar nie in-game gekommen. Das waren ja auch aus heutiger Sicht hässliche Modelle, ne? Und wie gesagt, die sind gar nie in-game gekommen. Und entsprechend habe ich dann, wie gesagt, ich habe sehr viel Zeit damit verbracht und das war aber für mich immer, das hat immer für mich so zusammengehört, das Modding und der LS. Und in der letzten Zeit hat sich das so ein klein bisschen gewandelt. Der LS 13 war der erste LS, den ich wirklich richtig gespielt habe. Im Grunde schon der LS 11. Der LS 11 mit dem Multiplayer. Wir hatten damals ja im LS 11 dann schon die Multiplayer-Runden. Wir hatten im LS 11 damals einen Dedicated Server, bevor es Dedicated Server gab. Da habe ich mal kurze Zeit drauf mitgespielt. Ne? Das ist damals von Sausi. Sausi hieß er, glaube ich. Sausi 46 oder sowas. Ausgegangen. Der damals quasi einen Server mit einer ordentlichen Grafikkarte in den Rechenzentrum gestellt hat und dort den LS drauf laufen ließ. Und da haben wir dann so ein bisschen richtig Multiplayer drauf gespielt. Allerdings muss ich sagen, dass das auch nicht so ganz für mich und meins war, weil man hat natürlich mit relativ wenig Mods gespielt. Wir waren eigentlich immer auf der Standardkarte unterwegs, die natürlich ziemlich groß, weitläufig und nicht so interessant war. Und ja, abgesehen davon, wir haben mal so ein bisschen zusammen Mais gehäckselt und so, das hat dann schon Spaß gemacht. Aber so im Allgemeinen habe ich da dann auch nicht ganz so viel drauf gespielt. Das erste Mal, dass ich so richtig den LS gespielt habe, war dann tatsächlich in der Multiplayer-Runde. Damals mit Schlüter-Fan und mit Mark und ich weiß gar nicht, wer sonst. Maxi war, glaube ich, auch dabei und sonst noch so ein paar Leute von damals. Toxicom war dabei und wie hieß er noch? Ah, Name ist immer so eine Sache. Jedenfalls waren es so eine Gruppe von so um die 5 Leute, die dann zusammen Multiplayer gespielt haben. Und natürlich, damals gab es noch keine Dedicated Server. Das heißt, es hat halt einer von uns gehostet. Idealerweise derjenige mit dem besten Rechner und Internet. Und es war natürlich trotzdem lag. Ich hatte damals ja auch nur eine 6000er Leitung. Und damit konnte man kaum spielen. Damals war der Multiplayer auch wesentlich performancefressender als heute. Also ich konnte nie lagfrei spielen. Ich habe immer mit lag gespielt, grundsätzlich. Mal war es ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Aber es hat eben immer geruckelt und geleckt. Und es hat trotzdem Spaß gemacht. Und da haben wir tatsächlich einige Stunden verbracht, ne? Wenn man dann auch zusammen im Voice gehockt ist, dann war es nicht ganz so langweilig, wenn man da ein paar Stunden laggiges Grubbern gemacht hat. Und ja, ich hatte damals auch zum Beispiel auf den M-Betrag irgendwie 24 Betriebsstunden draufgefahren oder so. Also wir haben da schon einiges dann zusammen gespielt. Alles in allem jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viel, ne? Also alles in allem habe ich da vielleicht auf diesem Spielstand 200 Stunden verbracht, 250, wenn es hochkommt, wahrscheinlich eher weniger. Obwohl, wir haben ja dann doch auch, wir haben ziemlich viel dann auch in der Häckseln und so weiter, also das war dann schon, das war ganz nett eigentlich. Aber so richtig losgegangen ist es dann für mich eigentlich erst mit dem LS13, weil im LS13 dann ja auch der Moralistic-Mod rausgekommen ist und ich habe allein mit dem Moralistic-Mod mit Standardfahrzeugen ohne irgendwas anderes schon knapp 100 Spielstunden gespielt dann, als der rausgekommen ist, bevor ich dann angefangen habe, mir die ganzen Mods anzupassen und es ja auch dann andere angepasste Mods gab. Und da habe ich dann doch auf der Springhill Farm nochmal, glaube ich, 120, 130 Stunden drauf gespielt und entsprechend war ich da relativ viel unterwegs. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so hundertprozentig sicher, wie lange unsere Multiplayer-Gemeinschaft damals, ob wir damals im LS13 überhaupt noch zusammen gespielt haben, bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Ich meine aber fast schon. Ich meine fast, dass wir damals im LS13 dann auch nochmal zusammen gespielt haben. Aber ganz, wie gesagt, hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Jedenfalls, ja doch, müsste eigentlich. Ja doch, wir haben im 13er auch noch zusammen gespielt, definitiv. Und also insgesamt habe ich im 13er dann doch schon mehr gespielt. Aber im 13er war auch der LS, an dem ich am meisten gemoddet habe. Ne? Zeitmäßig, ich habe im 13er am meisten skripttechnisch gelernt. Vor allem, ich habe ja damals auch dann mit dem Mod-Hoster-Team geholfen. Die haben ja ganz viele Sachen konvertiert und angepasst und alte Skripte, die dann nicht mehr liefen und so. Und wenn die nicht mehr weiter wussten, dann landet das bei mir auf dem Tisch. Und ich habe da ganz viel dadurch gelernt, dass ich eben Fehler und Probleme von anderen Skripten quasi gelöst habe. Musste ich mir eben immer in die Skripte einfinden. Und ich habe vor allem, was ich dort gelernt habe, war Fehlersuche. Was ich vorher überhaupt nicht drauf hatte. Ne? Das war etwas, was ich gar nicht konnte. Und was ich auch sehe, was heute noch viele Leute nicht können, ist, wenn man einen Fehler selbstständig finden, ne? Wenn man ein Problem hat mit einem Mod, dann den Fehler einzugrenzen, ne? Zu gucken, okay, woher kommt der, weil viele Leute gehen davon aus, man hat einen Fehler und entweder weiß man, wo das herkommt oder man weiß es nicht. Dem ist aber ja nicht so, sondern man kann ja durchaus einen Fehler ganz einfach eingrenzen, indem man einfach Sachen ausschließt, ne? Nacheinander, Ausschlussprinzip. Das ist, wenn man einen Mod-Konflikt hat, dann fängt, ist ja das einfachste Ausschlussprinzip, ist ja schon mal einfach die Hälfte der Mods raus, ne? Wenn man irgendein Problem hat, immer lässt,
irgendeine Merkwürdigkeit im LS passiert und man nicht so recht weiß, warum oder was da los ist, einfach mal die Hälfte vom Mod-Ordner deaktivieren, gucken, ob der Fehler noch da ist. Ist er noch da, wieder die Hälfte deaktivieren. Das macht man so lange, bis man nur noch 2-3 Mods hat und dann weiß man, wo der Konflikt ist. Und das Prinzip ist aber ja eigentlich immer das gleiche. Na, wenn man irgendwie ein Problem hat mit einem Mod, dass irgendwas in der XML verkehrt ist, dann kann man natürlich in die Log gucken, aber die Log war damals auch noch nicht so spezifisch. Aber wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, dass irgendwas, was man gerade eingebaut hat, nicht so richtig funktioniert, dann kann man das ja schrittweise wieder ausbauen. Und man muss ja teilweise nicht komplett ausbauen. Man kann ja gewisse XML-Einträge dann einfach deaktivieren und gucken, was dann passiert. Und bei den Skripten ist es halt ähnlich. Na, wenn man irgendwas bei den Skripten nicht funktioniert, dann hat man überhaupt gar keine Ahnung, woher das kommt. Und dann muss man das erstmal eingrenzen. Dann macht man halt zum Beispiel so Debug-Prints rein, wo man dann einfach in die Log reinschreiben lässt, welchen Wert gewisse Variablen haben, sodass man ein bisschen nachvollziehen kann, ob die Variablen alle den Wert haben, den sie haben sollen. Man kann Debug-Prints dann in Funktionen reinmachen, wo man dann nachvollziehen kann, wann welche Funktion aufgerufen wird. Und man muss halt dann auch mal hergehen und Sachen deaktivieren. Ne? Dann deaktiviert man halt mal eine Funktion oder einen Inhalt von einer Funktion oder Teile, wo man sich nicht so ganz sicher ist und wo man sagen kann, da könnte das sein. Und wenn es ganz blöd läuft, dann muss man halt tatsächlich eine Funktion nach der anderen im ganzen Skript deaktivieren und gucken, ab wann das Skript quasi fehlerfrei durchläuft. Das Skript läuft ja dann, das hat dann natürlich nicht die Funktion, die es haben soll, wenn die Funktion wechselt. Aber man geht eben so lange durch, bis quasi Fehler wechselt. Ne? Und dann weiß man, wo, an welcher Stelle man suchen muss. Und dann kann man genauer nachvollziehen, was passiert jetzt hier. Und dann kann man sich da reinlesen, kann gucken, was passiert in dieser Funktion, was macht die genau. Und dann kann man nochmal die Variablen überprüfen, die daran übergeben und so weiter. Und das ist quasi dann selbstständige Fehlersuche. Ne? Klar kann man immer irgendwen anbetteln, der sich schon ein bisschen besser auskennt und der vielleicht zufälligerweise den Fehler schon mal gesehen hat. Weil das ist immer so, wenn man einen Fehler schon mal gesehen hat, dann findet man den natürlich leichter wieder. Und Leute, die mehr Erfahrung haben, haben vielleicht viele Sachen schon mal gesehen und wissen dann, in welche Richtung man suchen muss. Oder aber man hat halt eben diese selbstständige Fehlersuche. Ich habe in der Zeit wahnsinnig viel gelernt über selbstständige Fehlersuche, über Skript, über Debugs. Und das hat mir natürlich dann auch mit meinen eigenen Skripten geholfen, weil ich war früher wirklich oft so, dass ich angefangen habe, ein Skript zu schreiben. Irgendwann bin ich dann nicht mehr weitergekommen, hatte ein Problem und dann habe ich halt wieder aufgehört. Ne? Weil ich wusste nicht so recht, wie ich das Problem lösen sollte. Ich habe mich auch nicht getraut, irgendwen anzuschreiben, weil ich eh schon das Gefühl hatte, dass ich den einen oder anderen zu sehr genervt habe mit meinen Fragen. Und dann habe ich halt das Skript wieder in die Tonne gehauen und habe dann irgendwann irgendwas anderes probiert. Und ich sag mal so, den Großteil der Dinge, die ich versucht habe, sind nicht fertig geworden damals. Oder es haben halt irgendwann einfach an einem Problem gescheitert, an dem ich nicht weiter wusste. Und wie gesagt, in der Zeit von LS 13 habe ich sehr viel Problemlösung gelernt. Und da bin ich quasi modding-technisch wirklich sehr, sehr weit weitergekommen in dieser Zeit. Und habe auch sehr, sehr viel gemacht. Von daher, der LS 13 war für mich sowohl spieltechnisch als auch modding-technisch ein sehr aktiver LS. Und dann kam der LS 15. Und der LS 15 war für mich ein überhaupt nicht aktiver LS. Ich habe den LS 15 ein bisschen gespielt und bin aber irgendwie da nicht so richtig reingekommen ins Modding. Ich habe am Anfang mir auch vorgenommen, überhaupt nichts zu modden, sondern erstmal nur spielen und das Spiel zu genießen. Und eigentlich habe ich mir auch vorgenommen, dass ich gar nichts mehr modde. Ich wollte da komplett rausbleiben. Ich habe natürlich dann am Ende vom LS 15 ja so die Seilwinde gemacht. Dann bin ich wieder so ein bisschen reingerutscht. Aber im Großen und Ganzen habe ich im 15er nicht viel gemacht, modding-technisch. Und für mich war der LS eigentlich auch erledigt. Ich dachte mir echt, dass ich den 17er nicht kaufe. Sondern dass der 15 der letzte LS für mich war und dass das Hobby einfach vorbei ist. Und dann kam der 17er raus und hat mich doch relativ positiv überrascht. Ne? Mit den verbesserten Sounds und den Modellen, die schön sind und so weiter. Also der 17er hat ja wirklich einen großen Sprung gemacht in meinen Augen, beziehungsweise der 15er war eher so ein Beta vom 17er sozusagen, ne? Wo schon ein paar neue Sachen drin waren, aber noch nicht so richtig fertig umgesetzt. Und der 17er war dann schon so richtig, das war der große Sprung. Ne? Und da habe ich ja dann am Anfang auch relativ viel damit gespielt. Ohne Mods, beziehungsweise der Gearbox-Addon kam ja sehr schnell raus und nur mit Gearbox-Addon, ohne Moralistik oder sonst irgendwas. Und hab da schon sehr die Zeit genossen im 17er, hab dann modding-technisch auch sehr langsam angefangen und hab auch im 17er insgesamt am Anfang nicht viel gemoddet. Ne? Ich hab damals dann den Eicher, das war im 17er, genau, das war im 17er. Im 15er gab es den Eicher von Tornuto und im 17er habe ich den den Hüllemann zum Eicher umgeskinnt. Und den habe ich dann ja auch veröffentlicht und ansonsten habe ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, nicht so wirklich was gemacht. Ich habe map-technisch im 17er überhaupt nichts gemacht. Ich habe map-technisch im 17er habe ich keine einzige Map gebaut. Das war der erste Lesson, in der ich map-technisch nichts gemacht habe. Und habe auch sonst modding-technisch nicht wirklich was konvertiert oder... Ne, weil das einfach, der Sprung war einfach zu groß. Im 15er war ich so weit draußen und der Sprung vom 13er zum 17er war einfach zu groß, dass ich da nicht so richtig reingefunden habe am Anfang. Und dass es auch so komplex mittlerweile war, das Modding. Ne? Dass so viele Sachen mittlerweile Standard waren, die es früher einfach nicht gab. Ne? Dass eben ein Traktor-Ingame-Ring nicht mal irgendwie in 20 Minuten gemacht war, sondern dass man halt mehrere Stunden dafür gebraucht hat. Und entsprechend habe ich mich dann ja dort ziemlich zurückgezogen, was das angeht, und den LS ein bisschen genossen. Und dann bin ich ja sogar vom LS ein bisschen weggekommen. Und dann kam der tolle Tag, an dem
Dural Morelissig angekündigt hat, dass er Morelissig im 17er macht. Und ab dem Moment war ich quasi wieder da. Ne? Dann konnte man das als Beta spielen. Da habe ich mir dann auch direkt runtergeladen und als Beta gespielt und habe da ja auch einiges an Feedback dazu gegeben und war da sehr aktiv mit dabei bei der Morelistik-Entwicklung, ne, die aktiv verfolgt und in den Threads und auch anderen Leuten geholfen und so weiter und das halt versucht so ein bisschen zu unterstützen auf die Art und Weise. Und ja, da habe ich dann tatsächlich einen Spielstand auf der Lost Bark angefangen und habe eine Weile gespielt, bin aber nicht so ganz so weit gekommen. Dann habe ich einen Spielstand auf einer englischen Map angefangen und dort habe ich dann wirklich sehr lange gespielt. Das ist der Spielstand, der in der allerersten Lost Bark Folge kurz zu sehen war, ne, bevor ich quasi dann nach Lost Bark umgezogen bin, ne, wo ich ja in England war, dort in der Story. Und das war eben, ne, für mich dann so der Einstieg ins richtige LS-Spiel. Ne? Das war das erste Mal, dass ich wirklich langfristig LS gespielt habe. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich auf diesem Spielstand habe. Es kann sein, es sind nur 100, es kann sein, es sind 200. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele das waren. Ich habe gefühlt sehr viel da gespielt, sehr intensiv auch dort gespielt. Aber ganz sicher bin ich mir natürlich nicht. Ne? Das war halt der erste Spielstand, der mir wirklich richtig Spaß bereitet hat, dann wieder nach langer Zeit. Und dann habe ich mich ja dafür entschieden, dass jetzt der richtige Moment ist, um ein YouTube-Video anzufangen. Und dann kam ja auch Seasons raus. Ich weiß nicht, ob Seasons vor Morelistik kam oder andersrum. Ich glaube, Seasons kam zuerst raus. Und dann Morelistik. Jedenfalls, Seasons an sich fand ich auch schon sehr interessant. Aber als der Morelistik rauskam, hatte ich eben richtig Spaß. Und da war dann, wie gesagt, der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt oder nie, jetzt fängst du mit YouTube an. Ich habe da schon länger drüber nachgedacht. Ne, wollte immer mal wieder überlegen, kann man denn Let's Plays machen? Ich habe ja schon vor vielen, vielen Jahren drüber nachgedacht, Let's Plays zu machen, aber nicht vom LS, weil ich habe immer gedacht, vom LS kann man keine Let's Plays machen, das geht nicht. Und dann habe ich ja immer mehr andere Leute gesehen, die Let's Plays machen. Unter anderem habe ich zum Beispiel damals den Diego sehr geguckt und habe halt festgestellt, ne, was der Diego macht, das kann ich auch. Ne, das klingt jetzt ein bisschen blöde, ist auch nicht böse gemeint oder sowas. Aber ne, was der Diego gemacht hat, war halt vergleichsweise einfach. Ne, der hat halt einfach den Let's gespielt und zwar so, wie er halt Bock drauf hatte mit den alten Maschinen und so. Und hat ein bisschen gelabert und da hat er so 15 Minuten Segmenten zusammengeschnitten und hat das hochgeladen. Habe ich gedacht, Menschenskind, das kann doch jeder. Das kannst du auch. Und ne, zumal ich ja dann dort im 17er tatsächlich endlich einen neuen Rechner hatte. Ne, ich hatte lange Zeit immer so eine alte Krücke, die halt wirklich den Let's kaum spielen konnte. Und im 17er habe ich mir dann endlich einen lang gehegten Traum vom neuen Rechner erfüllt und habe dann natürlich was gekauft, was auch ordentlich lief, ne, mit der GTX 1070. Damals zweitbeste Grafikkarte, ist nicht direkt, es gibt ja dann auch richtig High-End-Grafikkarten, aber ne, es gab ja dann zum Zeitpunkt, als ich die gekauft habe, gab es nur noch die 1080, was dann ja noch eine Nummer fetter wäre, aber die ja dann definitiv ein bisschen unnötig gewesen wäre und auch deutlich teurer. Jedenfalls dann mit der 1070 und mit dem i5. Prozessor, der ist jetzt ja, ne, beim LS nicht ganz so wahnsinnig wichtig, aber trotzdem damit halt endlich Leistung. Ne? Ein Rechner, der wirklich eine Leistung hatte. Und ich hatte dann zum ersten Mal auch einen 16:9 Bildschirm. Ich hatte bis dahin immer noch 4:3 Bildschirme. Kann man ja dann auch nicht keine Videos mit aufnehmen. Ne? Und das haben dann so alles quasi zusammengepasst und ich habe einfach gedacht, so, das probierst du jetzt aus. Und ich habe damals nicht gedacht, dass es mit dem YouTube-Kanal überhaupt so endet, wie es jetzt hier, ne, wo wir das hier hinkommen, habe ich nicht gedacht. Also Abonnentenaufrufzahl technisch und so weiter, hätte ich mir nie erträumen können, dass das in diese Richtung geht. Ich weiß nicht, damals, als ich angefangen habe, hatte Diego, glaube ich, 3.500 Abonnenten oder sowas. Und das war damals schon so ein bisschen, ne, ich habe es ja schon oft gesagt, ne, wenn 50 Leute gucken, mache ich weiter, wenn 100 Leute gucken, dann bin ich überglücklich. Das war so am Anfang mein Ziel. Und ich hatte ja schon 300 Abonnenten ungefähr auf dem YouTube-Kanal, bevor ich angefangen habe, weil ich habe ja vorher schon Videos zu Mods und so teilweise gemacht. Und viele haben dann halt den Kanal abonniert, weil ne, Modellhacker kennt man halt irgendwie. Und hab dann somit um die 300 Abonnenten angefangen und wie gesagt, ich habe kein Abonnentenziel oder sonst irgendwas gehabt oder mir irgendwie vorgenommen, dass da mehr draus wird. Ich habe einfach nur gehofft, dass eine Handvoll Leute quasi zugucken, dass ich die Mühe ein bisschen auszahlt und dass auch ein paar Kommentare drunter kommen und so. Und ich war am Anfang, war ich wie ein kleines Kind, da jedes Mal wie ein Kommentar drunter gekommen ist, war ich so glücklich. Und das war eine sehr schöne Zeit auf YouTube, also hat wirklich Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich habe ja den Diego so ein bisschen als indirektes Vorbild gehabt. Und er hat so um die 3.500 Abos gehabt damals zu der Zeit und da habe ich halt gedacht, dass ich da in etwa hinkomme. Ne? Also realistisch betrachtet habe ich gedacht, dass wenn ich lang genug YouTube mache, vielleicht komme ich da mal so in den Bereich von ne, so 2.000-3.000 Abos. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir jetzt hier dann so langsam auf die 20.000 zugehen. Ne? Wie gesagt, also mit diesen Dimensionen, da bin ich nicht davon ausgegangen. Und das war ja auch nicht unbedingt mein Plan am Anfang. Und wie sind das? Ich war ja, jetzt sind wir schon wieder von einem Thema ins andere abgekommen, ne? Ganz schlimm. Modding-technisch, ne? Modding-technisch habe ich dann im 17er nochmal richtig reingehauen gegen Ende. Ich habe ja nicht viel neu gebaut, das war auch mein Plan, ne? Weil das einfach neu bauen, nochmal einen Traktor neu bauen, viel zu viel Arbeit ist.
Und, aber ich habe ja ein bisschen was umgebaut, ne, die Akkustart und so weiter, Sachen in Proportionen angepasst und so. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Ne? Und auch so ein bisschen Gebäudebau und so. Das ist so der Bereich, der mir wirklich Spaß gemacht hat, wo ich mir gedacht habe, das ist genau das Richtige eigentlich für mich. Ne, was vorhanden ist, nehmen, noch ein bisschen verbessern, ne, so ein Giants-Mod ein bisschen umbauen, ein bisschen Proportionen, ein bisschen Reifen, ne, farblich korrekt machen und so weiter. Das sind Dinge, die man mit vergleichsweise geringem Aufwand machen kann, wo man dann halt das Gesamtbild von dem Mod drastisch nochmal beeinflussen kann. Manchmal sind es eben diese Kleinigkeiten, die ein Mod, der so mittelmäßig ist, zu einem richtig guten Mod optisch machen. Und, ne, und wie gesagt, bei so einem Standardfahrzeug, wo halt wirklich in der proportionstechnisch scheint sie nicht immer ganz mit rumbekleckert hat, damals noch. Ne, mittlerweile ist er schon ein bisschen besser. Und ja, das war so mein Ding, modding-technisch. Ne, ich habe, ansonsten habe ich halt Skript-technisch war ich ein bisschen unterwegs. Ja, habe halt so ein kleines Skripte geschrieben, ne, um eben hier mit der Gangschaltungsskript den Sound ein bisschen realistischer zu haben und solche Sachen. Und ja, wie gesagt, ich war 17 eigentlich ziemlich modding aktiv, aber doch vergleichsweise einfache Sachen. Und dann kam der 19er. Und der 19er, der war halt ne, vieles und vieles nicht. Und ich habe im 19er vor allem natürlich die Gangschaltung vermisst und damit hat das übel angefangen. Dass ich mich hingehockt habe und mich gedacht habe, Menschenskind, du kannst so ein bisschen skripten, das mit der Gangschaltung kannst du auch. Vielleicht nicht so gut, aber kannst du auch. Und habe ich dann ja auch gemacht. Und ich bin auch überglücklich darüber, dass ich jetzt hier RMT habe, weil ohne RMT hätte ich den 19er nicht gespielt. Ne? Ohne RMT wäre mir das Ding so langweilig geworden und vor allem so lange auf Seasons zu warten und so. Das ist, es macht für mich einfach einen Riesenunterschied. Ich fahre die ganzen alten Schlepper und die ganzen alten Schlepper haben eben ein Schaltgetriebe und das ist einfach, vom Fahrgefühl ist es einfach, das sind so Weltenunterschied. Ne, und ich kann da einfach nicht drauf verzichten. Und ja, damit hat das Ganze dann angefangen. Und dann ging es weiter mit SimpliC. Ne? Da habe ich RMT eigentlich als Riesenprojekt gehabt. Und das ist auch so lustig. Ne? Ich habe immer davon geträumt, ein großes Projekt zu haben. Ne? Wenn ich die anderen Skripte so gesehen habe von Cosplay und so weiter, habe ich immer geträumt, auch mal so ein Projekt zu haben, ne? Wo man viele Updates macht und wo man regelmäßig dran weitermacht und auf das Feedback eingehen kann. Und ne, ich habe mir das irgendwie immer schön vorgestellt, so ein großes Projekt zu haben. Ne? Das ist irgendwie was Erstrebenswertes gewesen und dann hatte ich RMT. Ja, und da habe ich festgestellt, au, du Kacke, ne? Ständig funktioniert irgendwas nicht, ständig gibt es irgendwelche Bugs und man ist immer hinterher. Man hat immer das Gefühl, dass man den Leuten irgendwie mehr bieten sollte, als man bietet. Grundsätzlich. Und ja. Wie gesagt, dann habe ich SimpliC angefangen, weil es ursprünglich wirklich ein kleines Skript sein sollte, einfach nur, dass ich die Türen beim Akkus da aufmachen kann und dann ist da so viel mehr draus geworden und ich habe mich im 17er, 19er jetzt skripttechnisch und modtechnisch komplett verausgabt. Ne? Ich habe viel zu viel angefangen. Ich habe ja dann auch, ne, wir haben ja dann auch Mais Plus und dann ne, noch mehr Sachen, die dann nicht so ganz funktioniert haben, weil die Engine noch nicht ganz so weit war. Und wir haben, ne, ich bin ja auch, ne, die Deutsche habe ich ja angefangen und habe ihr dann ja abgegeben an MetKHD. Und dann ist aber auch noch ein paar Dinge, die ich eigentlich noch machen müsste. Und ja, ich habe auch, ne, Rainer das ein oder andere versprochen, was ich noch nicht so richtig angepackt habe. Und ich habe mich komplett übernommen im 19er wieder. Was die Mods angeht. Und vor allem habe ich halt auch viele Sachen an Angriff genommen, die eben eigentlich richtig viel Aufwand sind. Ne? Der 3066er Eicher. Schlepper von Grund auf neu bauen war es ja nicht, aber es ist auch sehr viel neu gebaut. Und es ist ein Haufen Arbeit, was da letzten Endes drin steckt und noch drin steckt, bis er vorhin richtig fertig wäre. Und ja, das habe ich mir so ein bisschen komplett, ja, bin ich selber schuld, ne? Bin ich selber schuld, dass ich mir das sowas von übernommen habe mit allem. Aber ich habe jetzt jedenfalls im 19er habe ich auch die Map am Anfang angefangen. Ne? Also im Grunde habe ich 4 oder 5 Projekte angefangen, die im Grunde alleine schon ausgereicht hätten. Na, eines von diesen Projekten hätte schon ausgereicht, um mich beschäftigt zu halten über den LS. Und ich habe eben dann mehrere davon. Und das war ein großer Fehler. Ne? Weil jetzt habe ich RMT, was zwar für mich schon lange funktioniert, weil all die Dinge, die mir wichtig sind, drin sind, aber eben für viele Leute noch sehr halbfertig ist und sehr verbuggt. Ich habe SimpliC, was auch sehr halbfertig ist. Und ja, ich habe den Eicher, der nicht rauskommt. Ich habe die Map, die ich dann ja zum Glück irgendwann gesagt habe, nee, das mache ich nicht mehr für den 19er fertig, weil dann mit der Old-Alt-Map sonst wäre ich absolut wahnsinnig geworden, wenn ich die jetzt auch noch auf der Platte hätte. Ja, und entsprechend habe ich mir da einfach ne, vollkommen viel zu viel aufgeladen. Und ja, nicht unbedingt zu viele Projekte an sich, weil ich brauche das halt auch. Ne? Ich kann nicht monatelang an ein und denselben Sachen sitzen. Ich muss mir immer ein bisschen abwechseln, wenn es an einem nicht so weitergeht, was anderes machen. Aber ich habe mir eben zu viele große Projekte aufgeladen. Und das war eben der große Fehler, dass ich mir eben lauter Dinge aufgeladen habe, die jetzt so eigentlich nicht so unbedingt zu bewerkstelligen sind alle. Und ja, das führt kein Weg drum herum.
deswegen ist ja auch so viel nicht fertig geworden und deswegen wird auch so viel nicht fertig werden, bis der nächste LS kommt, weil das einfach so nicht geht. Und ja, das ist so ein bisschen etwas, was mich im Moment und in letzter Zeit sehr zum Nachdenken angeregt hat, weil ich mir ein bisschen überlegt habe, na, wie kann ich das ändern, dass es im nächsten LS nicht mehr so wird oder was mache ich allgemein insgesamt mit dem Modding. Es ist ja mittlerweile so, dass der LS für mich nicht mehr unbedingt so fest in einer Symbiose mit dem Modding ist wie früher. Ich habe jetzt nicht mehr unbedingt, das Modding ist mir nicht mehr so wichtig. Und das ist mir neulich erst so wirklich klar gekommen, wo ich mir überlegt habe, ne, mit dem Eicher 3066, ich spiele den jetzt wirklich gerne auf der Holzer Story. Und wenn ich den nicht gehabt hätte auf der Holzer Story, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wir brauchen hier definitiv ein Heu, wollen wir hier reinhauen. Und wir können jetzt auch demnächst wahrscheinlich mit dem Futterman loslegen. Ja, wie ist denn das? Haben wir überhaupt noch Heu? Haben wir überhaupt noch Heu? Ich glaube, wir müssen erstmal wieder Heu kaufen, bevor wir Heu wieder haben. Ne, wir haben hier nur Strohballen. Ja, das sind Strohballen. Ja, wir müssen Heu kaufen gehen, Heuballen kaufen gehen, weil wir sind jetzt hier hinüber mit Heu. Lange Rede, kurzer Sinn, ne, wo ich eigentlich jetzt hin wollte, gedanklich, und mit dem langen, mit der langen Geschichte. Wie wir das Ganze modding-technisch denn in Zukunft gestalten, dass das ein bisschen weniger Probleme macht. Und ja, mit dem 3066 ist mir das ganz toll aufgefallen. Na, ich hatte damals die Holzer-Story, basierte ja auf dem 3066, weil ich sonst in dieser Klasse nichts hatte. Na, der und der große Agro-Star, ich wollte ja damals so einen Hof, na, mit so knapp bis 100 PS und von den Maschinen her, na, so ein bisschen auf Vierzylinder ausgelegt. Und ich wollte den 3066 ursprünglich ja nicht fertig machen. Ich wollte den auch gar nicht in-game bringen. Ich habe den wirklich nur wegen der Story angefangen. Ich habe den vorher schon mal, ne? Vor langer, langer, langer Zeit haben wir den ja mal gemeinsam in einem Livestream von den Proportionen her angepasst. Das haben wir vorher schon gemacht. Aber mehr haben wir nicht gemacht. Den haben wir ja nicht in-game gebracht. Das war einfach nur mal so. Ich weiß hier gerade mal hier außen rum, weil ich hier blöd bin. Das war ja einfach nur mal so eine Ausprobieren. Und ich wusste ja nicht, ob ich den wirklich in-game bringen will. Aber na, die Entscheidung, dass ich den wirklich in-game bringe und vorhin fertig mache, ist gefallen für die Story. Und hätte ich da einen anderen Schlepper gehabt, noch irgendeinen anderen Mod, wäre da irgendein anderer Mod schon draußen gewesen zu dem Zeitpunkt, dann hätte ich das nicht gemacht. Dann hätte ich da ohne Probleme drauf verzichten können. Ich hätte keinen Eiche gebraucht. Das ist natürlich toll, wenn man einen Eiche hat. Das ist ganz toll. So, wie komme ich jetzt hier in den Rückwärtsgang? Hat der einen Rückwärtsgang? Ja, der hat einen Rückwärtsgang. Genau. Ist natürlich toll, dass ich da jetzt, ne, hier so eichertechnisch und so weiter. Und natürlich hätte ich gern noch mehr Eiche im LS, ist ganz klar. Aber ich sag mal so, ich könnte auch drauf verzichten. Ne? Ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem der LS an sich, ne, mit den ganzen Mods, mit Seasons, mit der Gangschaltung und so weiter und ne, mit Precision Farming und mit der Story drumherum und so weiter. Ne, in der, dass es im Grunde egal ist, ob das jetzt ein Eiche ist oder ob das ein Fendt ist oder ob das ein Deus ist oder es könnte auch ein MF sein. Ne? Also, ja, ne, das ist, man kann mittlerweile im LS so viel schön realistisch spielen, dass es mir nicht mehr so viel wichtig ist, was für Fahrzeuge ich fahre. Ne? Weil lange Zeit war das ja so, dass im Grunde, das war eben das, wie ich den LS gesehen habe. Ne? Die Fahrzeuge, halt, hier ist der Rückwärtsgang. Na, die Fahrzeuge, die es eben gab. Das war lange Zeit ja für mich das, wie ich den LS gesehen habe und wie ich den LS gespielt habe. Dass ich eben versucht habe, die Fahrzeuge zu basteln und zu spielen, die mir gefallen und wie sie mir gefallen. Ne? Mit der Bereifung, wie sie mir gefallen, mit den Funktionen, wie ich sie brauche, mit den Animationen, wie ich sie brauche, dass das alles sich schön bewegt und so weiter. Das war ja lange Zeit für mich im Grunde der springende Punkt. Das, was den LS interessant gemacht hat. Und ja, das ist aber nicht mehr so. Ne? Mittlerweile gibt es so viel anderes im LS, dass es nicht mehr so wichtig ist, dass die Fahrzeuge wirklich exakt dem entsprechen. Es ist natürlich nach wie vor so, dass ich jetzt keinen Bock habe, irgendwie einen modernen Wagen oder sonst irgendwas zu fahren, weil mir das einfach langweilig ist. Na, aber wie gesagt, es ist natürlich wichtig, ne, dass man die richtigen Fahrzeuge spielt, ne? Von der Größe her und von im Alter und so weiter, ist es natürlich schon so, dass es das sein muss, was halt einfach so mein Ding ist. Ich kann jetzt nicht einfach komplett auf einen ganz anderen Betrieb spielen, quasi mit ganz anderen Fahrzeugen. Das macht keinen Spaß, haben wir auch schon ein bisschen versucht. Auf der schweizerischen Map vom Alpine DLC. Das hat ja auch mir Spaß gemacht, euch nicht so sehr. Aber es war natürlich nichts, was von langer Dauer so gewesen wäre. Und ja, entsprechend ist auch schon wichtig, was das so in etwa ist. Aber es kommt jetzt nicht darauf an, dass es unbedingt ein Eicher sein muss. Ne? Es gibt auch so viele andere tolle Traktoren. Und ja, von daher ist mir eigentlich jetzt neulich erst so wirklich klar geworden, dass ich auf den 3066 verzichten könnte. Na, jetzt für den Spielstand wäre es im Moment problematisch. So, wo habe ich denn jetzt das kleine Maverick hin? Da müssen wir es gerade mal gucken. Für den Spielstand wäre es im Moment sehr problematisch, wenn ich auf den verzichten würde, weil ich keinen wirklichen Ersatz habe und vor allem nicht hatte und es für die Story jetzt auch keinen Sinn machen würde, wenn der plötzlich weg wäre. Na, der ist so in die Story integriert, dass er keinen Sinn macht.
Aber ich hätte den damals zu Beginn der Story locker durch jeden anderen 60 PS Schlepper ersetzen können, wenn es einen halbwegs schönen Mod gegeben hätte. Und es würde mir nichts fehlen. Also vielleicht nicht nichts, weil das schon Spaß macht mit dem Eich, aber es würde mir nicht viel fehlen. Und das ist halt das, was mir so neulich so richtig klar geworden ist, dass im Grunde ich das nicht brauche. Ich brauche den 3066 nicht. Ich brauche nicht irgendwie hier. Ich finde es toll, aber ich brauche das nicht. Na, verglichen mit dem Zeitaufwand, der da reingeht, brauche ich das nicht. Und ich könnte da locker drauf verzichten. Und da ist halt so in letzter Zeit so ein bisschen, habe ich festgestellt, dass mit den Prioritäten einfach ganz anders sind. Na, für mich ist im Moment der LS und YouTube eine Symbiose. Na, ich könnte wahrscheinlich den YouTube-Kanal nur mit Mühe ohne den LS machen. Ich wüsste jetzt kein anderes Spiel, was ich wirklich effektiv spielen kann. Ich denke, ne, Minecraft wär so ein Spiel, in dem ich wirklich viel Spaß haben könnte, auch auf Video. Ich weiß aber nicht, ob ihr da mitmachen würdet, da wenn es der LS22 doch eine ziemliche Reinfallnummer wäre. Sieht jetzt im Moment nicht so aus, aber da kommen wir vielleicht noch in andere Dings mal drum. Also ich bin tatsächlich ein klein bisschen gehypt für den nächsten LS. Aber ne, wenn der LS eines Tages eine richtige Reinfallnummer wird, weiß ich nicht, was ich spieletechnisch auf diesem Kanal sonst bieten könnte. Ne? ETS, ATS ist alles sowas, wo ich persönlich keine Langzeitmotivation für mich finden kann. Und vielleicht, ja, nee, nicht wirklich. Ich habe da schon mal Let's Play angefangen in ATS und auch durch die Videos keine Langzeitmotivation gefunden. Weil im LS ist ja auch so, dass ich ein bisschen durch die Videos eine Langzeitmotivation gefunden habe. Aber ich glaube, das geht halt so nicht so wirklich, ne, in ETS, ATS. Und wie gesagt, ansonsten ne, die anderen Kettle und Crops und so weiter, das ist ja auch alles kein Spiel, was man wirklich durchspielen kann. Da funktioniert noch viel zu viel nicht, um da mal ne, ein ganzes Jahr durchzuspielen oder so. Und dann bleibt halt im Grunde ja wirklich nur der LS. Und oder halt dann gar kein Spiel. Ne? Das wäre wirklich die Alternative, falls es den LS mal wirklich nicht gibt, weil ich habe nicht vor, mit YouTube aufzuhören. Ne? Also YouTube ist für mich, macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich denke mal, YouTube ist tatsächlich das Hobby, was mir mittlerweile vielleicht am meisten Spaß macht. Und ja. Richtig, da kommen wir auch, ich hatte gerade so einen Gedanken, aber da kommen wir auch mal noch in einem anderen Video drauf, ne? YouTube muss ja nicht unbedingt, ist ja nicht unbedingt mehr reines Hobby. Ja, aber wie gesagt, YouTube macht einfach wahnsinnig viel Spaß und für mich gehört im Moment YouTube und LS einfach zusammen. Und wenn das mal nicht mehr so wäre, dann würde ich vermutlich nur noch Real Life, ne, irgendwie Farm-Vlog in Anführungszeichen und Werkstatt, Mechaniker, Reparatur-Vlogs und solche Sachen machen. Weil ich wüsste kein anderes Spiel, das ich wirklich effektiv auf YouTube spielen könnte. Und ja, entsprechend ist das Modding an der Stellenwert auf jeden Fall schon mal hinter YouTube gerückt, schon lange. Aber mittlerweile ist das Modding wahrscheinlich auch ganz weit weggerückt, was den Stellenwert angeht. Wie gesagt, ich könnte das im Moment, ich könnte auf den 3066, wenn der jetzt nicht mehr fertig wird und nicht rauskommt, würde mir nicht wehtun. Es würde euch allen wehtun, weil ich das Ding euch gezeigt habe und na, ihr das gesehen habt und ihr das haben wollt und so weiter. Aber mir würde das nicht wehtun, wenn der jetzt nicht fertig wird. Mir würde das nicht wehtun, wenn er weg wäre. Ich hätte zwar ziemliche Probleme, ne, irgendwie die Holzer-Story dann anders zu gestalten. Aber ich könnte mir was einfallen lassen, ne, warum das Ding jetzt irgendwie wegkommt. Und dann wäre er weg. Und dann ne, würde er mir nicht fehlen. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ne? Ich habe mir viel Zeit in das Ding reingesteckt. Und ich habe jetzt natürlich auch schon, ne, ich weiß gar nicht, wie viele Betriebsstunden auf dem jetzt schon drauf sind, weil ich tatsächlich damit gespielt habe. Aber es ist halt letzten Endes so, dass mir das Teil nicht fehlen würde. Und dann denke ich mir halt, wofür machst du dir dann den ganzen Aufwand? Ne? Um das jetzt mal so ein bisschen hinzudrehen oder um mal ein bisschen ne, die Kurve wieder zu kriegen. Ich habe jetzt den Kramer mir gekauft, ne? Und ich habe den Kramer repariert. Und wenn der Kramer jetzt weg wäre, würde er mir sehr fehlen. Wenn der Kramer, ne, und da geht es gar nicht ums Finanzielle. Ne? Wenn der Kramer jetzt, wenn ich den jetzt verkaufen würde, ne? Und zwar für das Geld, was ich reingesteckt habe. Dann wird der mir richtig fehlen. Ich fahre das Ding richtig gern. Ich fahre den echt regelmäßig. Ich fahre den gern. Und ne, ich hatte den ja, wo ich drüben Heu gemacht habe, habe ich den ja drüben stehen lassen. Ne, und habe den nicht jedes Mal hier an meinen Wohnort hergefahren. Und da hat er mir schon gefehlt, wenn ich in die Garage rausgeguckt habe und da der Kramer nicht drin stand. Und vielleicht ändert sich das auch irgendwann mal in ein paar Jahren. Wer weiß das schon. Aber es ist halt wirklich so, dass dieses Teil, ne, die Zeit, die ich da reingesteckt habe, die ist es sowas von wert. Ne, die Zeit, die ich da reingesteckt habe, mir das Geld zusammenzusparen, den zu kaufen, den zu herzurichten, soweit und auch die Zeit, die ich noch weiterhin reinstecken werde. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken, wo haben wir denn hier eine schöne Wiese? Hier 156, da fahren wir jetzt am besten mal hin, ne? Oder haben wir irgendwo was? Da können wir hinfahren. Haben wir eine schöne kleine Wiese. Da gehen wir jetzt hier zum Foto. Und ja. Das ist halt einfach ein anderes Level. Ne? Und wie gesagt, da habe ich mir in den letzten Tagen und auch ein bisschen Wochen
wirklich Gedanken gemacht und mir überlegt, ob ich nicht mit dem Modding tatsächlich einfach komplett aufhören soll. Weil, wie gesagt, das ist einfach die Zeit, die ich da reinstecke, nicht den Gegenwert bietet, den es früher mir mal geboten hat. Nicht den Spaß. Wobei, das hat jetzt keiner gesehen. Nicht den Spaß und nicht den. Ich könnte halt einfach drauf verzichten und es würde mir nicht so viel fehlen. Und die Frage ist halt dann, ob der ganze Zeitaufwand, den man da reinsteckt und auch der nervliche Aufwand, den man da reinsteckt, ob sich das lohnt, verglichen mit dem, was man letzten Endes dann am Ende hat. Und wie gesagt, ne, beim Kramer, da weiß ich das, ne, die Nerven und so weiter, alles, was ich da reinstecke, das lohnt sich, weil das Ding ist toll und das macht Spaß und ich habe den einfach gern und ich wollte schon immer einen Traktor und das macht, ja, das ist toll. Beim Erlass, beim Modding, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ne? Also man kann den Erlass mittlerweile auch schon so relativ gut spielen und wenn jetzt dann der nächste Erlass tatsächlich auch mit Gangschaltung und so und dann vielleicht muss ich dann ja gar nichts mehr skripten und ich werde da vielleicht gar nicht mehr so unglücklich. Also ich wäre eh nie unglücklich drüber, wenn ich mal ne, keine Skripte mehr machen müsste, weil ich gäbe ja noch genug andere Ideen, die ich dann auch machen könnte, ne, mal davon abgesehen. Aber wie gesagt, ja, da bin ich jetzt hier im Moment tatsächlich so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Und ja, es ist ja so, dass ich wahrscheinlich nicht komplett aufs Modding verzichten kann, weil es ja dann doch immer wieder Spaß macht und auch so ein paar Kleinigkeiten anpassen und so weiter. Aber ich bin mir das wirklich ernsthaft am Überlegen, ob ich nicht im nächsten LS keine großen Projekte mehr mache. Ne? Wie gesagt, in diesem LS hatte ich zu viele großen Projekte. Und ob ich nicht im nächsten LS dann sage, okay, überhaupt keine großen Projekte mehr. Dann nur Kleinigkeiten. Vielleicht als einziges großes Projekt dann tatsächlich mal die Old Alt Map in Angriff nehmen. Und wenn ich dann sonst keine anderen Projekte machen würde, dann hätte ich da auch richtig Zeit, die zu machen. Ne? Und dann wirklich ne, so sagen, okay, sonst machen wir jetzt keine großen Projekte. So, jetzt machen wir mal hier das an und lassen das mal runter. Gucken mal, ja doch, das geht schon. Perfekt. So. Ah, natürlich ist hier ein bisschen blöd hier, mit dieser Kurve. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Fett. Es ist einfach der LS abgestürzt. Ha, meine Aufnahme läuft noch. Na toll. Mist. Jetzt ist einfach der LS weg. Gut, das Video ist eh lang genug. Ich wollte es nur noch mal ganz kurz zum Abschluss bringen, wie gesagt, dass ich im nächsten LS zum Beispiel nicht mehr den Fehler mache, irgendwie einen großen Traktor oder sowas. Dass ich im nächsten LS nicht mehr den Fehler mache, großes Skript wie SimpliC oder RMT in Angriff zu nehmen. Und dass ich mich vielleicht wirklich ganz und gar auf die Old Alpen konzentriere, so ein bisschen Gebäude basteln, vielleicht ein bisschen mal was umbasteln oder sowas. Und ja, sonst nichts mehr groß Modding. Und vor allem, dass ich mich vielleicht endlich mal dazu entschließe, ModHub den Rücken zu kehren. Es ist in letzter Zeit einfach zunehmend frustrierend, mit ModHub irgendwie noch klarzukommen. Und im Moment sieht es auch nicht so aus, als würde das im nächsten LS besser werden. Und ich stelle mir halt die Frage, warum. Ich stelle mir tatsächlich die Frage, wofür. Ich habe die allermeiste Zeit, in der ich im LS gemoddet habe, ne, war ich wirklich ne, irgendwo ein kleines Licht, was ein bisschen vor sich hingebastelt hat, was irgendwo auf Schwabenmodding dann Mod veröffentlicht hat. Nur da gab es kein großes Publikum, da gab es nicht viele Leute, die das runtergeladen haben. Selbst auf ModHoster waren die Downloadzahlen ne, im Bereich von 1000, 2000, 3000, wenn es gut lief. Das ist was ganz anderes wie heute. Na, heute ist das alles viel weiter. Und das ist natürlich dann, dadurch, dass ich jetzt ja auch auf YouTube unterwegs bin, auf Instagram unterwegs bin, auf Facebook unterwegs bin, auf Discord unterwegs bin. Na, ich war ja früher nur in den Foren unterwegs und auch da eigentlich nur bei Schwabenmodding und vielleicht bei Modding Society ein bisschen. Ich habe eine viel größere Reichweite und ich habe auch ein viel größeres, breiter gefächerte Möglichkeit, mich zu erreichen. Und das Problem ist halt, ich werde dann halt auch erreicht. Ne? Und das ist, ich versuche ja immer nett zu sein und hilfsbereit und so weiter, aber manchmal, an manchen Tagen nimmt es tatsächlich ein bisschen überhand. Und ja, es ist halt auch so, dass man dann irgendwann so ein bisschen modding-technisch vor allem das Gefühl hat, ne, nicht unbedingt jetzt auf YouTube bezogen, aber auf das Modding bezogen, dass man irgendwann das Gefühl hat, dass man einfach mehr für die anderen moddet als für sich selbst. Ne? Dass man zum Beispiel bei ModHub, wenn ich den Mod so mache und so fertig mache, wie er mir gefällt und ihn dann bei ModHub einsende und der ModHub nochmal eine Liste von 10 weiteren Fehlern findet, ne, da ist was groß geschrieben, was klein geschrieben sein müsste in den Höchsttexten, da ist was klein geschrieben, was groß geschrieben sein müsste in den Höchsttexten, ne, und nicht immer unbedingt Rechtschreibung, manchmal ist es so, nur bei den Höchsttexten, dass alle Wörter groß geschrieben werden müssen. Warum? Warum müssen alle Wörter groß geschrieben? Weil das ModHub halt so will. Will ich das so? Puh. Nicht unbedingt, aber ModHub will das so. Na, oder dass die sagen, okay, da ist zu wenig Dirt, da muss man Dirt drauf. Da ist zu wenig Use, da muss man Use drauf. Und letzten Endes, wenn ich den Mod so für mich fertig mache,
wie gesagt, es ist ModHub, ist ModHub-Seite und es ist gut, dass es eine Seite gibt mit Kategorien und so weiter und ich will mich auch nicht unbedingt an sich beschweren. Ich überlege mir halt nur, ob das für mich persönlich wirklich etwas ist, was Sinn ergibt. Ich habe das ja immer versucht, eine möglichst weite Reichweite und dass jeder auch meine Mods runterladen kann und eine ModHub ist das einzig wahre und damit kommt man auch gegen Modklauern und so weiter, weil die Sachen, wenn die eh auf ModHub stehen, warum soll man die dann noch unbedingt klauen? Das ist ja auch alles schön und gut. Ne? Das ist auch alles schön und gut. Und dass ich tatsächlich mit ModHub, ne, je nachdem, ob es ein guter Monat oder ein schlechter Monat ist, so 25, 30, 40, vielleicht auch sogar mal 50 Euro im Monat verdiene, das ist ja auch schön und gut. Aber die Überlegung ist halt, ob ich nicht tatsächlich mir damit auch wiederum quasi eine Hürde gesetzt habe, Mods fertig zu machen, die ich eigentlich nicht brauche. Ne? Ich habe immer schon versucht, meine Mods fehlerfrei zu machen. Ich habe immer schon, wenn ich einen fehlerhaften Mod veröffentlicht habe, den möglichst zeitnah gefixt und einen Fix hochgeladen. Ne? Meistens innerhalb von ein paar Stunden, wenn es irgendwie ging. Früher. Ne? Ich bin immer schon auf das User-Feedback eingegangen und ich hatte natürlich auch schon für mich persönlich einen relativ hohen Standard, wie so ein Mod aussehen muss. Und da denke ich mir halt, muss ich mir das wirklich antun, dass ich dann, nachdem ich den Mod nach all meinen Standards angepasst habe, auch noch den Mod zusätzlich zu anderen Standards anpasse, nur dass eben mehr Leute ihn runterladen können und dass im Umkehrschluss dann natürlich auch wieder mehr Leute auf mich zukommen und irgendwas von mir wollen und ja, dass ich im Umkehrschluss ein paar Euro damit verdiene. Lohnt sich das? Und eigentlich lohnt sich das nicht. Na, ist dann der nächste Gedanke ist, ob ich denn nicht eventuell tatsächlich dem ModHub komplett den Rücken kehre und für den nächsten LS und vielleicht auch noch für den Rest von diesem, falls noch irgendwas zum Download kommt, dann nur auf Discord zum Beispiel veröffentlichen. Da gibt es ja mittlerweile gute Möglichkeiten. Ne? Weil das irgendwie, ne, dann müsste der Mod nicht absolut perfekt fertig sein. Dann könnte ich auch mal was releasen, was 99% hat oder sowas. Und vor allem müsste ich mich dann nicht mit ModHub. Ne? ModHub ist ja so, selbst wenn das nachher nur 2 Stunden dauert, das zu fixen, was die vom ModHub noch gefixt wollen. Das sind 2 Stunden mehr, die ich in den Mod rein investieren will, die ich vielleicht gar nicht brauche. Ne? Es ist natürlich so, dass manchmal finde ModHub Fehler, die wirklich Fehler sind, ne, die mir nicht aufgefallen sind. Das passiert natürlich auch. Ne, Fehler, die wirklich vorhanden sind. Fehler, die wirklich tatsächlich echte Fehler sind, die Probleme machen mit dem Mod. Wo ich sage, ja klar, das muss man auf jeden Fall reparieren. Ne? Also das so ist es ja nicht. Ne? Nicht alles, was ModHub findet, ist ja ne, so Kleinigkeiten, die jetzt nicht wirklich das Spielerlebnis vom Mod beeinflussen. Und ich bin ja auch selbst ein Perfektionist. Das heißt, ne, Schreibfehler in der Mod-Beschreibung oder so sind mir ja auch ein Dorn im Auge. Wenn ich die feststelle, na, dann möchte ich die auch beheben. Aber ich finde das halt irgendwie ja schade, dass man sich eben, na, wie gesagt, dass ich mich persönlich dann auch noch um den Standard von einer anderen Institution quasi auch noch kümmern muss. Und für mich ist das irgendwie der Gegenwert nicht mehr gegeben. Ne? Die Vorteile überwiegen nicht mehr die Nachteile. Und ich bin mittlerweile auch an einem Punkt angekommen, wo ich mir sagen muss, na gut, dann wird mein Mod halt geklaut, dann verdienen sich andere Leute halt eine goldene Nase. Dann machen sie sowieso. Ne? Meine ganzen Eiche werden geklaut. Warum soll ich überhaupt noch, ne? Ich bin mir echt mittlerweile am Fragen, ne, warum ich ne, Leuten noch Freigaben gebe oder verweigere oder sonst irgendwas, weil sie es eh jeder macht. Ne? Das ist, es ist im Grunde ist es nur unfair denen gegenüber, die ehrlich sind, weil die anderen, die sind sowieso. Also das ist, aber darüber reden wir vielleicht in einem ganz anderen Thema nochmal drüber, weil das macht mich echt zurzeit auch ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Ne? Das, ja, es ist alles schwierig, ne? Und es ist nicht unbedingt, das ist kein Nachteil der LS-Community oder sonst irgendwas, sondern das ist halt einfach, es sind überall sind Deppen. Ne? Das ist einfach so. Das ist auch mal noch ein ganz anderes Thema. Aber ja, ich bin mir echt da so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht einfach ein komplettes Umdenken machen soll, wieder was das angeht, weil das die Entwicklung in letzter Zeit einfach ein bisschen in die falsche Richtung gegangen ist. Das Problem ist auch, wenn man so ein bisschen mehr im öffentlichen Licht steht mit allem und eine Mods hat, die ein bisschen beliebter sind und so, dann kommen natürlich auch die ganzen Neider an und dann werden natürlich auch alle möglichen Gerüchte in die Welt gesetzt überein und das macht alles keinen Spaß. Vor allem ist halt der Tatsache ist halt die, es ist ja nur ein Spiel. Und für mich ist es auch nur ein Spiel. Es macht wahnsinnig viel Spaß, das Spiel. Und ich hätte wirklich ein Problem, wenn das Spiel jetzt von heute auf morgen weg wäre, würde mir wirklich, wirklich fehlen. Aber es ist nur ein Spiel. Es lohnt sich nicht darüber, hier einen Herzinfarkt zu kriegen, sich aufzuregen, Leute anzuschreien, Freundschaften auseinanderbrechen. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht über ein Spiel. Nicht im geringsten. Und erst recht nicht über irgendeinen einzelnen Mod. Also wenn ich da mal mitkriege, was mich Leute anbetteln, einen Mod zu bekommen, irgendeinen Mod, der noch nicht fertig ist, den 3066, was da Leute mich schon angebettelt haben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Was mir Leute schon angeboten haben, ganze Mod-Ordner zu tauschen, sonst irgendwas zu tauschen, blablabla, Geld. Das ist unglaublich, wie verrückt manche Leute nach einem einzelnen Mod sind. Und ich denke mir, es ist nur ein Mod, es ist nur ein Spiel. Das Leben geht weiter, ob ihr das habt oder nicht. Und ja, ich weiß es nicht. Ne? Irgendwie, ja, keine Ahnung. Sorry, dass ich so lange mit schwarzem Bildschirm jetzt noch gequatscht habe. Es tut mir leid. Irgendwie musste das jetzt vor uns raus. Jedenfalls, ja. Ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich komplett mich aus dem Modding zurückziehen kann, aber ich werde zumindest mir sehr genau überlegen, was ich im nächsten LS machen möchte und wie ich das machen möchte und wo ich das veröffentlichen möchte, weil so wie es diesen LS gelaufen ist, ist es für mich persönlich nicht zufriedenstellend, nicht befriedigend gewesen
Und ich habe mich da, ne, auf zu vielen Hochzeiten getanzt sozusagen und versucht, zu viele Leute glücklich zu machen. Und da bin ich dann tatsächlich selber so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und das ist nicht so ganz das Ziel. Und es ist ja auch nur, nicht nur so, dass ich auf der Strecke geblieben bin, da sind ja auch Leute auf der Strecke geblieben, die mir eigentlich sonst wichtig sind. Ne? Zum Beispiel der Irsin Reiner, ne, der ja immer noch zum Beispiel einen Ladewagen hat, der in-game ein paar Probleme macht, wo ich schon lange mal gesagt habe, ich kann da mal drüber gucken, wo ich aber irgendwie einfach nie den Dings dazu finde, weil es, ne, ich habe einfach so viel Zeug auf der Platte und so, ne, gedanklich und ja, das ist einfach, es ist schade, ne, weil ne, Irsin Reiner und ich, wir haben doch relativ ähnlichen Geschmack, was Mods angeht und was Baustil und so weiter angeht und ja, das dann, das halt, ne, es ist ja nicht nur meine Sachen, die dann zu kurz kommen, sondern es sind auch solche Sachen, die zu kurz kommen, das ist schon schade. Ja, genau. Ich wende das Video jetzt wirklich und ich bedanke mich bei euch ganz doll fürs Zuschauen, vor allem diejenigen, die bis zum Ende geguckt haben. Ihr könnt ja einfach mal Bildschirm unten in die Kommentare reinschreiben, sinnbildlich für den schwarzen Bildschirm, den ihr jetzt die letzten 5 Minuten hattet, als Zeichen dafür, dass ihr das Video bis zum Ende geguckt habt. Und ja, ich bedanke mich bei euch. Ich muss jetzt mal gucken, was meine Les schon wieder gefressen hat, warum der abgestürzt ist. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss. Ach, halt. Ich wünsche euch natürlich einen wundervollen Tag. Das darf man nicht vergessen. Das ist wichtig, sehr wichtig. So, also einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.